So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und wir waren ja gerade auf der Jagd, haben mehr oder weniger glorreich den Schwarzen Panther erlegt, haben jetzt voll die Spritzentaschen und erledigen hier jetzt noch am Ende von diese Übergabe. Au. Übergabe. Aufgabe hier, die wir hier mit einem Strandbuggy übernehmen sollen. Ach, schön. So. Strandbuggy. Der ist auf jeden Fall nachdenklich gestorben, so wie er. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. In einer bestimmten Zeit. Was wie? Belohnung. Bringe das Fahrzeug samt der geladenen medizinischen Ausrüstung zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Ja, das haben wir ja schon einmal gemacht. So, los, schäftigen Sie Gears. Lal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 a. Checkpoint. Ah, jetzt weiß ich, wofür das Sprungdings ist. Ja, haha, das werden wir doch direkt mal nutzen, werden wir das hier. Nö. So. Hey, läuft ja spitze. Aber die Buggies machen Spaß. Die lassen sich ganz gut steuern. So. Und da ist auch schon die rote Fackel. Na, hast du Schiss gehabt, aber... Junge, ich kann mit sowas umgehen. Easy going. Easy going. So, grünes Blatt. Und hier nochmal schnell grünes Blatt, weil da können wir uns direkt nochmal Spritzen herstellen. Wollen wir ja auch alles nutzen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Herstellung. Medizin. Alles herstellen. So. Haben wir wieder 6 Spritzen. Huch, ich wollte gerade sagen, wie schnell wird denn der Himmel hier dunkel? Ach, das ist wegen Gewitter und so. Und es regnet. Finde ich ja gar nicht toll. Ach, hier könnte man noch ein Rennen machen, aber da habe ich jetzt mal überhaupt keine Lust. Moment, wo ist denn hier eine Rakyat-Prüfung, wo wir sehr schnell hinkommen würden? Nirgendwo so richtig, wa? Das ist alles irgendwo mit ein bisschen Fahrzeit verbunden. Aber nehmen wir halt die. Da legen wir mal so eine Rakyat-Prüfung ab. Dass wir das auch mal haben. Mich interessiert ja selber, was das ist. Bin ich sehr gespannt. Ansonsten kann man ja mit in Far Cry echt mit diesen ganzen Nebensachen sich doch eine gute Weile auch noch beschäftigen. Von dem ganzen Zeug, was man... Moment, ich möchte gerne die einfach nur ausrüsten wieder für den Bogen. Von dem ganzen Zeug, was man ja sonst noch so mit sich rum... schleppen kann, ganz abgesehen. Ich habe vergessen, Munition zu kaufen. Also was man alles noch generell sammeln kann, diese Briefe und diese Abzeichen und was weiß ich nicht alles, da ist ja doch noch einiges. Nein, ich wollte zur Tür raus, aber ich muss die rote Tür nehmen. Da gibt es ja doch noch einiges. So. Jetzt lasst mal... Ja, wenn ich hier rausgehe, finde ich wieder ein Fahrzeug. Und dann fahren wir mal zu dieser Rakyat-Prüfung. Bin mal gespannt, was das ist. Fahrzeug? Da! Mein rotes Wägelchen. Dann gucken wir mal, was das ist und was es dafür gibt. Da überlegt alleine schon, wie viel... Ne? Man verbringt ja schon gut Zeit damit, wenn man das ganze Zeug sammeln, also wenn man seine Ausrüstung da, was man durch Jagen herstellen kann, wenn man das alles erledigt, ach man, da braucht man ja schon eine gute Weile, bis man an den Punkt gekommen ist, wo man das alles hat, pisst der da an, ey, das ist die geheiligte Stätte, du Sack, pisst der da hin? Ich fass es nie, dir sch... Ja, was soll es zu essen geben? Mein Freund.
Ach Mensch, stimmt ja, hier ist doch, hier werden ja, die Rekorde werden ja hier angezeigt. Derjenige, der das am schnellsten geschafft hat im Moment. Und das ist der P. Plourde. Geht's da noch weiter oder ist das nur ein Bild? Nee, ach, das ist das alles. Ja, ja, ja. Ach, guck an, da sehen wir ja sogar Leute laufen. Und es sind Soldaten. Es sind... Ah, die trifft man, glaube ich, auf die Entfernung. Egal, war nur ein Versuch. Ja, was ich sagen wollte, was ja schon nie ganz so einfach ist oder wo es viel Zeit braucht, wenn man so viel jagt, dass man an einen Punkt kommt, wo man alles an Sachen hergestellt hat, ohne dass man diese Jagdmissionen dafür braucht, um weiterzukommen. Da ist man ja schon gut beschäftigt. Schon alleine muss man da ja auch wirklich ganz schön viel durch den Wald rennen, bis man dann auch die jeweiligen Tiere findet, die man braucht. Wenn ich mir überlege, wie groß das hier noch alles ist und was es mit den Häusern, mit den Symbolen auf sich hat, ob wir da auch noch, was können wir denn da noch? Sind das dann einfach nur Städte oder? Ach, hier wäre noch eine sehr nahe Rakyat-Prüfung gewesen. Habe ich nie gesehen, egal. Aber jetzt wollen wir nicht lange quatschen weiter. Jetzt machen wir mal hier die Prüfung. Wie verstecken? Deine beste Leistung 0. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Der hat 305 Punkte. Mehr gibt es wahrscheinlich nie, wa? Und. Ach Quatsch, da sind doch die Mitarbeiter von Ubisoft, oder? Scheinbar. So. Angreiferkill, Verteidigerkill, Berserkerkill, Schlitzerkill, MG-Schütze, RPG-Schütze. Was? Ach, das ist ein Zeitbonus. So. Zeitbonus. Sind ja noch mehr? Ich möchte eigentlich noch mehr von diesen Takedowns machen. Hä? Warum tauchen die denn immer hinter mir auf? Soll ich da rüber oder was? Achtung, Missionsgebiet wird... Schade, außerdem wollte ich ja. Schade! Takedown Kill hat ja. Kuh halten zum Heilen? Ja, toll, das ging natürlich voll schief. Verdammt! Der Takedown Kill hat aber funktioniert, dass ich ein Messer geworfen habe, aber trotzdem ist leider. Ist doof. Los! Nochmal! Ging schon schief, ja, hier. Ja, okay. Neustart, verdammte Kacke. Was soll das denn? Dreht der Sack sich um? Vorhin muss ich einfach nur hinrennen, das geht mir auf den Sack. Vorhin hat das da die ganze Zeit super geklappt. Also beim ersten Mal zack, 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 da habe ich ja einige Takedown-Kills hinbekommen. Ey, ernsthaft, jetzt nervt's langsam. Neustart.
Wieso zum Teufel will das nicht funktionieren? Ich sag ja gar nichts mehr. Los, lad das jetzt. Ach du Scheiße! Was, hey, was? Wo hat denn der mich jetzt bitte gesehen? Kann mir das mal jemand verraten? Ey. MG-Schützenkill, ich hab nicht mal ein MG. Oder kann ich die Waffe von denen aufnehmen oder was? Leck mich doch am Arsch, du Ratte. So, Takedown. Aber leider nie so viele wie ich. Da kommt der nächste auf. Takedown! Ja, ging voll schief schon wieder. Das ist doch kacke hier. Das macht da keinen Spaß so. Warum funktioniert das mit den scheiß Takedowns nicht mehr? Das hat aber beim ersten Mal super funktioniert. Ey, das erste Mal geht's los. Zack, zack, zack. Takedown, Takedown. Und dann war gut. Aber hier? Total sinnlos. Tod von oben macht er auch nie. Wehr dich doch! Na los! Wehr dich! Hab dich, du Pisser! So. Leck mich doch, ich habe auf die Minikarte da geguckt. Wo ist der? Ich krieg dich. Ja, jetzt hat er mich natürlich. Hier. Ah, jetzt ist klar mal keine Zeit mehr. Leck mich doch. So, hier, ihr Pisser. Schnauze voll. Zurück. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Dreck. Leck mich. So. Voll doof. So, wo war jetzt die Rakyat-Prüfung? Hier direkt in der Nähe. Hier, hin damit. Okay. Schnellreise zu diesem Ort und dann ab zur Rakyat-Prüfung. Das fand ich jetzt irgendwie doof. Das erste Mal funktioniert das und dann beim zweiten Mal drehen sie sich alle direkt zu mir um, wenn ich da spawne. Affen. Ach, scheiße, jetzt bin ich ja hier in dieser dämlichen Stadt, wo ich die Mission machen sollte. Siedler. Ja. Ich stehe aus meinem Traum. Ist er überhaupt nie? Halt die Fresse. Nicht gerade zu florieren. Ich hab gesagt, du sollst die Fresse halten. So, ich hoffe, die Rakyat-Prüfung macht mehr Spaß. Ubisoft-Typ. Prüfung der Rakyat sind zuerst. Hä? Was? Was? Gilt das jetzt nur für die oder für alle? Oh, ich werd. Boah. Krieg ich nass?
Und warum kann ich jetzt hier meine Waffen nie auswählen? Ich helfe mir von wegen mir. Ihr Affen. So. Hoffentlich sehe ich sie noch einschlagen. Oder höre sie wenigstens. Einschlagen? Hallo? Nirgendwo? Verdammte Scheiße. Gib mir das auf den Sack. Was? Vogelhausturm? So ein Scheiß. Vogelhausturm. Raketprüfungen sind zurzeit nicht verfügbar. Ja, jetzt sind sie auch komplett von der Karte weg. Was haben denn die nur schon wieder für ein Abge... Hier sind überhaupt keine Prüfungen zurzeit verfügbar. Hä? Ich bin online und alles und ich... Was? Wie? Ich habe auch keine Jagddinge. Wo? Hallo? Hier war doch vorhin... Hier ist jetzt gar nichts mehr verfügbar, oder was? Hä? Okay, hierhin. Sehe ich da jetzt vielleicht irgendwas? Und? Ach, weil ich dort in dem scheiß Missionsgebiet war. Deswegen war die nie verfügbar. Ach, leck mich doch. Kann sich aber auch anstellen. Dann machen wir hier jetzt die Todaufgabe. So. Schnauze voll. Blamier ich mich halt da. Und jetzt sieh zu, dass du hier lädst, verdammte. Ich bin krass. Nicht das Töten von Leuten in Spielen macht aggressiv, sondern das Scheiten des Tötens. Tötungsversuch der Leute macht aggressiv. Oh, und deswegen stirbt jetzt der. Möglichst brutal. Wobei ich es ja nur mit einem Messer so oder so regeln kann, aber... okay, der ist wirklich wenigstens in der Nähe. Hier unten einfach nur... Oh, ich würde da einfach am liebsten so eine Granate reinwerfen und dann wäre gut. Ich wollte gerade sagen, hat ihr was geknurrt? So, dann werden wir die ganze Lage mal im Augenschein nehmen. Ach, leck. Halt einen Moment da. Leute, ab bitte kommt schon. Das ist alles. So, der da unten könnte ein wenig schwer werden, das werden sie mitkriegen. Aber ich gehe da einfach rum, spring, mach tot von oben. Finde ich ganz gut, ja. Tot von oben. Kommt immer geil und müsste dann, nachdem ich das geschafft habe, Takedown-mäßig den anderen Typen ein Messer reinwerfen können. Oder ich fliege erstmal auf die Schnauze. Ungeschickter Tölpel. So, dann gehen wir hier mal einen eleganten Bogen. Ja, elegant ist vielleicht das falsche Wort, aber wir gehen auf jeden Fall hier mal einen Bogen drumherum, dass sie uns auf keinen Fall sehen können mit ihren Adleraugen. Und wir gehen nochmal auf Nummer sicher, dass hier auch wirklich niemand mehr steht. Gesichert. Dann tauchen wir. Jetzt wird uns gleich ein Hai wahrscheinlich anfallen. Nein, fällt uns nicht. So, und dann schleichen wir. Oh, diese Musik ist irgendwie immer seltsam, wenn das einmal losgeht. So, und oh, hier ist ein Brief in der Nähe, was auch. Ach ja, da sind ja diese Relikte, die oder diese alten Briefe, die man sammeln kann. Tod von oben. Tod von. Ich will keinen Schraubenbaum pflücken. Oh, rein in den Bunker. Da kann man sich ja nirgendwo verstecken. Ach, das lief doch schon wieder scheiße. Warum?
Jetzt. Wo bin ich, verdammte Axt? Nein, wo bin ich? Hä? Jetzt kann ich die nicht mehr machen, oder? Was? Hallo? Die darf ich nur einmal machen, die Mission, oder was? Oder. Hä? Seit Rakyat habt ihr wahrscheinlich gehabt. Schnauze! Schildkröten! Wie, das haben die überlebt? Ja, ein Panzer ist aber super. Jetzt ist da drüben niemand mehr, oder was? Das überlege ich mir noch. Wer brüllt hier eigentlich rum? Ah, dann holen wir uns den Brief. Was sollte denn der Mist nur schon? Ja. Los, nachladen hier. Da war die als erledigt ab, weil ich den Brief nehmen. Was? Eine glasierte Tafel oder was war das? Modell Medizinfläschchen. Ja. Ich habe hier Briefe gefunden. Was mit View? Oh Mann, nee. Was? Was willst du? Hunde! Ja, hau ab. Mensch, ihr seid doch Dingos, oder? Euch brauche ich da rein zufällig noch. Dingo! Dingo! Quasi Bingo! Los, Dingo fällt noch. Das Boot war mir im Weg. Vogel! So, wenn die mich noch lange hier auf der Insel rumhandeln lassen, dann haben die nichts mehr von der Insel, was die Beuterucksack. War das etwa das Dingo-Fell? Genau. Warum? Ich habe jetzt 4 Dingos und habe nur 4 Fell. Habe ich nie geskillt? Das, was brauche ich hier? Wir brauchen Fell des unsterblichen Bären. Das wird schwer zu bekommen sein. Okay, die Folge ist eigentlich schon wieder vorbei. Wenn ich hier auf die Uhr gucke, ja, egal. Wird halt ein bisschen länger. Ein Krebs! Hä? Was war das? Es war nix. Du dämlicher Mist. Krebs. Wieso funktioniert das Messer unter Wasser nicht? Ich hoffe, es kriegt einen richtigen. Ach, halt doch die Klappe. So. Jetzt muss ich da glatt nochmal gucken. Und zwar nicht auf die Menükarte, sondern ich muss schauen auf Fähigkeiten. Ich hab doch den doppelten Ertrag gemacht, oder nicht? Hier hab ich doch. Nee, hab ich nie. Hä? Ich war mir doch fast sicher, dass ich das beim letzten Mal. Genau, das brauchte ich nie, das wollte ich nie. Das ist diese Ketten-Takedown, den hab ich. Das wollte ich nicht. Das könnten wir allerdings auch irgendwann mal ausprobieren. Und hier war doch noch, ja genau, das Messerwerf-Takedown. Hä? Habe ich da nie? Naja, was soll's. Okay, naja.
So, bevor ich hier die, diese Teilinsel hier gänzlich, kaputt mache, mache ich jetzt mal eine Aufnahmepause. Dort hinten ist ein Pirat. Hör auf zu schreien. Krebs! Verdammt zähe Biester, diese Krebse hier. Rook Island Krebse. Kann ich hier irgendwas vielleicht doch runterschießen? Nö. Da hat sich was bewegt. Alles, was sich bewegt, könnte mein Feind sein. Hallo? Was? Kriegst Plack. So. Sonst noch jemand, an den ich meine Unmut auslassen kann, außer an unschuldigen alten Frauen? Hör auf zu pfeifen. Ich hab gesagt, du sollst aufhören zu pfeifen. Wie? Ach, das erschreckt dich jetzt überhaupt nicht. Hallo, kleines Krabbeltier. Was? Ist jetzt nie wahr. Was sollen dir? Granaten, MG ohne Ende, aber ein genauer... Boah. Okela, Onana. Hör auf, im Müll rumzusuchen. So, das verstehe wer will. Warum? Also mit dem Scharfschützengewehr, das ist die einzige Möglichkeit, wie man hier die gemeinen Rook Island Krebse... Was hat sie denn jetzt schon wieder für ein Problem? Hat sie jetzt gemerkt, dass ich auf die geschossen habe oder auf ihre Mülltonne, wo sie drin wohnt? Hey, jetzt auf einmal geht's auch. Warum hat das vorhin... Na, Möwe! Wildschwein! Yes. Nehmt das! Ihr Höllentiere! Und dieses! Und jenes! Au. Also der hat eine ganz komische Wurfrichtung. Die fliegen ja sehr seltsam, oder? Das sind extrem leichte Granaten, die sehr stark vom Wind beeinträchtigt werden. Kann ja alles sein. Haie! Hab ich noch erwischt? Ich glaube ja. So, okay, jetzt reicht das. So, okay. Ich habe mich genug abreagiert. Jetzt eine kleine Folge mit Überlänge gewesen. Geht jetzt 30 Minuten die Folge. Knapp gleich. Und ja. Ich fand die Rakettprüfung irgendwie blöd und danach lief auch alles schief. Und außerdem habe ich immer noch Zahnschmerzen und deswegen ist hier... War so eine Ausrastfolge jetzt zum Ende draus geworden. Demnächst spielen wir dann wieder weiter bei der neuen Aufnahme. Vögel! Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Huch! Nimm dies! Hä?
Hui! So, was braucht man zum Feuerwerk für Silvester? Das macht Eindruck. Echt, habe ich für nichts mehr Munition? Oh! Oh! Da macht meine Wut ein chronischer Munitionsmangel ein Ende. Das ist ja interessant. Scheiße. Ja, nee, aber jetzt ist wirklich gut. Ich teleportiere mich mal wieder hier. Schnellreise. Dahin, wo viele Menschen sind. Okay, wir sind hier und naja. Nächste Folge spielen wir wieder richtig. Dann machen wir da mit der Mission wieder ein bisschen weiter und alles pipapo. Naja. Und bis dahin. Schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, wann auch immer ihr die Folge anschaut. Und ich hoffe, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen oder in einem anderen Projekt, wenn ihr denn mögt. Ich hoffe es doch. Und danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ich sag tschö, tschö. Ciao.